Hallo, ich bin Oliver Masucci und ich bin hier in der Filmfabrik. Hallo Oliver, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollen über ganz viel sprechen. Wir hätten eine Schubkarre voll mit neuen Projekten von dir hier reinschieben können, an Serien, an Filmen, aber vor allem auch von deinem Buch, Träumertänzer. Wie kam es zu diesem Buch? Was war so die Initialzündung, wo du gesagt hast, ich schreibe das jetzt alles auf? Ich habe mal für das Süddeutsche Magazin mit einer Journalistin, die hieß Carla Wotha, die hat auch mit mir dieses Buch zusammengeschrieben, sowas über Essen und Trinken gemacht, über Liebe durch Essen, über italienische Involtini und deutsche Rouladen, wie wir den Rassismus in unserer eigenen Familie quasi übers Essen überwinden mussten. Ja. Mein Vater, Gastarbeiter der ersten Stunde, fast erste Stunde, ja, der ist Mitte der 60er nach Deutschland gekommen. Und ich bin im italienischen Restaurant aufgewachsen und habe alle Berufe durchlebt und habe Gastronomie gemacht, bevor ich zur Schauspielerei gekommen bin. Eigentlich schon 15 Jahre lang im Restaurant gestanden. Ich habe ja mit 20, 21 bin ich auf die Schauspielschule gegangen. Und vorher habe ich halt da gearbeitet. Darüber geht es viel in dem Buch, über wie meine Eltern sich kennengelernt haben, wie mein Vater meine Mutter kennenlernte und dann, die waren noch so jung, die waren 19 Jahre alt, schwanger von einem Italiener. Mein Opa war Ex-Nazi und in italienischer Kriegsgefangenschaft, kam bei denen nicht so gut an jetzt, dass meine Mutter mit einem Italiener nach Hause kommt und wurde dann erstmal von ihrer Mutter rausgeschmissen, ja, und aufs Land verbannt und die haben sich einfach 9 Monate nicht mehr um meine Mutter gekümmert. Und wie ich dann quasi als in Stuttgart zur Welt kam im Exil, ja, und man war damals erst mit 21 volljährig und ich mochte mich an diese Geschichte erinnern und an meinen Werdegang als Schauspieler dann. Und ich bin halt im Restaurant groß geworden und wenn ich vom Kino erzählt habe, wovon ich gerne erzählt habe, gerne Geschichten erzählt habe und habe mich da mal hingeflüchtet ins Kino eigentlich, weil die Welt so viel geiler ist als die Realität manchmal. Und als ich dann nach Hause kam, hat mein Vater immer gesagt, oh, ich möchte mal auf die große Leinwand, hat er gesagt, Ollo, bist du eine Träumertänzer? Ja. Und deswegen heißt das Buch hier Träumertänzer. Ja. Weil ich habe versucht, die Träume dann wahr werden zu lassen und habe gedacht, okay, es hat mich damals wahnsinnig verletzt, Träumertänzer zu sein. Und jetzt habe ich aber geschafft, auf diese Leinwand zu kommen und das auch international. Davon wollte ich erzählen, wie dieser Weg war, weil der wurde mir jetzt nicht unbedingt in die Wiege gelegt. So, ich habe immer Widerstand bekommen. Meine Oma hat gedacht, ich werde Müllmännchen, hat sie gesagt, wenn ich gesagt habe, ich will Schauspieler werden. Wir haben alle gedacht, das ist brotlose Kunst. Da wirst du nie was. Ja? Was machst du, wenn das nicht klappt? Ich war wahnsinnig viel mit Negativität umgeben und ich musste immer gegen diesen Widerstand arbeiten und wie ich den überwunden habe, das schreibe ich in dem Buch und da sind ein paar schöne auch Anekdoten drin von internationalen Filmen, die ich gedreht habe oder hier auch in Deutschland über Kollegen. Ist sehr lustig. In diesem Spiel geht es darum, das Ego des Gegners klein zu kriegen. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Ist aber schade. Der Dr. Bartok kommt in die Sonderbehandlung. Willkommen im Hotel Metropol. Wie lange dauert das hier noch? Hallo? Jetzt ist ja ein großes Thema dieses Buches, du hast es gerade schon angerissen, ja auch der Wunsch, vielleicht auch der Kampf nach Anerkennung. Ist Schauspieler ebenso der Beruf gewesen, wo du gedacht hast, darüber kriege ich die Anerkennung? Oder gab es vielleicht auch noch andere Wunschberufe, wo du gesagt hast, ach, vielleicht kriege ich sie auch daher? Nee, ich wollte Schauspieler werden von Anfang an. Ich wollte diese Anerkennung haben, ganz sicher. Das ist ein großes Defizit auch, weshalb ich Schauspieler geworden bin, weil ich halt irgendwie nicht so gesehen wurde, wie ich war. Die haben mich immer nicht so gesehen. Ich wollte Kunst machen. Ich wollte Kunst machen. Ich koche immer noch wahnsinnig gerne, aber ich wollte auch Kunst. Ja. Aber ich wollte Kunst machen auf die Leinwand und auf die Bühne. Und das wurde für mich der Sehnsuchtsort. So. Und es ist nur interessant in dem Moment, wenn du begreifst, dass du dahin gehst, was dich eigentlich ein Defizit antreibt, dass du gesehen werden möchtest, dass man sich nach Anerkennung sehnt oder geliebt werden will, da ist man, muss das irgendwann begreifen, dass das der Motor war. Und wenn man das begriffen hat, und dann auch hat, bekommen hat, dann wird es dann künstlerisch. Dann kannst du dich dann entscheiden, für was stehe ich denn? Das geht's um das Tumbe beklatscht werden, geht es dann darüber hinaus und dann wird es künstlerisch und nicht
nicht nur einfach nur geliebt werden wollen. Weil das kannst du eh nicht in dem Beruf. Du kannst ja nicht von allen geliebt werden. Das ist ja unmöglich. Ja? Es gibt immer einen, der die Scheiße findet. So, kannst du machen, was du willst. Das einzige Verbrechen, was es hier gibt, das war sein Glück, nicht mit beiden Händen gegriffen zu haben. Jetzt ist es so, aus meiner Sicht zumindest, bekommst du ja die Anerkennung. Du spielst in großartigen internationalen Produktionen mit, in nationalen Produktionen. Du hast am Theater gespielt. Spürst du diese Anerkennung heute oder gibt es immer noch was, wo du sagst, dem, naja, eifere ich immer noch nach? Nee, die ist da und das ist auch schön so, aber letzten Endes muss ich ja von mir selber bestehen. Und ich bin wahrscheinlich sehr anspruchsvoll an das, was ich tue, auch an mich selber. Ich habe großen Anspruch an mich und ich weiß selber ganz gut, wenn ich was erreiche, was gut ist, wenn ich was mache, was gut, ich kann das benennen, das war jetzt gut, ja. Aber ich will immer noch weitergehen, immer noch, mich interessieren auch diese Projekte. Ich lerne so viele Sachen kennen, die ich sonst nie hätte kennengelernt. Ja, also ich hätte mich mit vielen Sachen gar nicht beschäftigt vermutlich. Und so kommen immer wieder neue Sachen auf dich zu und ich bin da sehr hungrig noch. Ich habe mir halt einen Beruf gesucht, den ich machen kann, bis ich irgendwann umfalle. Und ich erzähle wahnsinnig gern Geschichten. Das ist irgendwie geblieben. Das ist Geschichten erzählen. Und da gibt's immer, ich bin immer gierig nach neuen Geschichten. Gestapo-Leitstelle Wien. Fingerabdrücke. Was ziehen Sie denn so ein beleidigtes Gesicht? Ah, schau an. Ich habe einmal gehört, Lachen ist gesund. Die Maske fällt, es bleibt der Mensch. Wobei ich mir bei Ihnen nicht ganz sicher bin. Schauen wir mal, was von Ihnen übrig bleibt, wenn wir mit Ihnen fertig sind. Herr Notar. Gab es in deinem Leben, in der Karriere, einen Punkt, wo du gedacht hast, das ist jetzt der Step, den ich gebraucht habe? Das ist dieses eine Projekt, wo ich weiß, ja, das bringt mich jetzt nach vorne. Ja, klar. Also ich bin natürlich mit Er ist wieder da aufs Kino gekommen. Ich habe halt vorher ganz viele Sachen nicht gemacht. Und es kommt halt darauf an, wo du hin willst. Wenn du auf die Kinoleinwand willst und wenn du internationale Filme drehen möchtest und die Länder, ich vor allem möchte auch die Länder bereisen, die Kollegen kennenlernen. Ich komme gerade aus Bangkok, habe mit den Amis dann einen Action-Movie gedreht in 2 Wochen. Ja, drehen die so einen ganzen Film ab. Und wenn du das erleben möchtest, dann darfst du halt gewisse Sachen nicht machen. Mhm. Weil du bist wenn du ein schlechtes Format machst, dann bist du in dem Format gefangen. Da kannst du auch nicht gut werden. Das heißt, du musst viel ausschließen. Dann machst du halt bei vielen Dingen nicht mit. Dafür machst du dann die guten Sachen. Und dann vielleicht erstmal weniger. Und ich habe halt, Er ist wieder da, hat mich nach vorne geschossen, ins Kino rein. Vorher habe ich halt ganz lange Theater gespielt. Und das habe ich auch wahnsinnig gern gemacht. Also habe ich alles gelernt. Über den Austausch mit dem Publikum auch. Deutschland, ich liebe dich! Ja, brav! Ein bisschen mehr Demokratie wäre angebracht, ja. So, dass man halt so mal ein Karat Machtwort spricht, so wird gemacht, Punkt aus, fertig, keine Diskussion. Da haben Sie vollkommen recht und das ist genau meine Art von Demokratie. Genau, das wäre nämlich jetzt nochmal so eine Anerkennungsfrage. Also im Theater kriegst du ja jeden Abend dann im Prinzip die Anerkennung sofort durch Applaus, durch irgendeine direkte, ja. Durch eine direkte Reaktion. Wenn du jetzt einen Film machst, der kommt ins Kino. Und dann gibt es irgendwann, ja, dann gibt es, was weiß ich, Kommentare, es gibt Kritiken, es gibt blanke Zahlen, wie der Film gelaufen ist. Ist das Theater dann nicht im Prinzip das, was dich noch ein bisschen mehr catchen müsste, weil du sagst, ja, danke, jeden Abend, Dankeschön, meine Damen und Herren, gute Nacht. Ja, du hast natürlich, aber ich habe mich da so hingeträumt und die große, erste große Rolle in Basel habe ich das dann gespielt, stand auf der Bühne und dann war Applaus, Applaus und so, ne? Und habe ich genossen und dann war der Applaus vorbei und dann denkst du, Scheiße, meine Probleme sind ja die gleichen geblieben nach dem Applaus wie vor dem Applaus. Was bringt mir jetzt der Applaus? Der Applaus ist, der ist kurz da. Vielleicht kann man süchtig danach werden, aber er hilft nicht weiter. Mhm. Also diese Anerkennung ist ja nur, ist Teil der Form des Theaterspielens. Sie hilft dir aber persönlich nicht unbedingt weiter. Weil es ist wie beim Fußball, ne? Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, nach dem Applaus ist vor dem Applaus. Dazwischen muss halt gelebt werden und das ist dadurch nicht unbedingt einfacher. Du hast gerade schon die Rollenauswahl angeschnitten. Das sind die großen internationalen Produktionen, was weiß ich, ob es jetzt Fantastische Tierwesen sind oder jetzt auch der neue Film von Roman Polanski. Wenn da so ein Drehbuch reinkommt, so ein Angebot,
Und du weißt, es ist eine Riesenproduktion. Ich kann mit Eddie Redmayne spielen, ich kann mit Mickey Rourke, mit John Cleese, die sind dann irgendwie alle dabei. Sind das manchmal Projekte, wo du so denkst, ach, das ist so gut, ja, auch wenn die Rolle vielleicht nur so 80% ist, das mache ich trotzdem? Also bei Harry Potter, hier fantastische Tiere, da willst du einfach dabei sein. Ja. Willst du einmal die Ausstattung sehen, willst einmal da wirst du behandelt wie ein Superstar, wenn du da ankommst. Die sind total nett, das ist opulent, da hast du einmal so richtig, richtig viel Geld für einen Film, 200 Millionen einen Film herzustellen. Was du da alles siehst, was du da machen kannst, wie die Leute da arbeiten, ist fantastisch. Und die Rolle war gut. Die Rolle war ja sogar gut. Ne? Und, ich möchte dazwischen gehen, ich fand es die beste Rolle im ganzen Film. Und das sage ich nicht, weil du hier sitzt. Die Rolle war gut. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Hat ein halbes Jahr habe ich da gespielt. Ich bin wahnsinnig aufgeregt am ersten Tag. Ne? Ich nehme dann, hab ein Band da damals losgeschickt und dann riefen die sofort an, sagten hier, David Yates, der hat, glaube ich, die letzten 5 Harry Potter Filme auch inszeniert und die 3 Fantastic Beasts. Und der ruft dann an, ich habe abgeschickt, 2 Tage später rief er an, sagte, Oliver, you will be fantastic. Die schmieren dir auch einen Honig um den Bart, ja, wie die Engländer, so herrlich. Ich wurde da zum freundlicheren Menschen, weil die alle so freundlich waren. Allein deswegen, ein halbes Jahr dann da gearbeitet, das war großartig. Und das Schöne ist, am ersten Tag mal aufgeregt und dann merkst du, wenn du mit denen spielst, kannst du nicht mehr aufgeregt sein, dann musst du einfach spielen. Also kannst du auch die Leute nicht mehr bewundern, so ewig, ne? Weil sonst kannst du ja nicht mit denen spielen. Und dann spielst du und merkst, ey, das geht. Es ist auf Augenhöhe, es fällt gar nicht ab. Und das ist dann das, was mir am meisten hilft dann. Dass du denkst, wow, ich habe jetzt mit solchen Kollegen und wir spielen hier einfach so. Und das ist halt Mitspielen. Früher durfte ich halt im Sandkasten oft nicht mitspielen, jetzt darf ich mitspielen. Das freut mich dann. Und dann mit solchen Karacho, mit solchen Kalibern zu spielen, ist großartig. Jetzt ist in den letzten Jahren natürlich Streaming immer größer geworden. Du hast gesagt, die große Leinwand war immer so das Ding, wo du dich so hinvisioniert hast quasi. Jetzt ist es ja quasi in Anführungsstrichen der Schritt zurück. Wir gehen wieder auf den Fernseher, wir gehen vielleicht sogar aufs Tablet oder sonst was. Wie stehst du zum Thema Streaming? Weil du hast ja auch viele große Streaming-Produkte und Projekte gemacht. Ist das was, wo du sagst, das ersetzt in gewisser Weise für dich auch die große Leinwand? Oder ist es für dich einfach immer dieses große Paket überall? Nein, das ist, ich versuche schon auf vielen Plattformen zu spielen. Ne? Und Streaming hat natürlich den Markt geöffnet. Streaming hat das Fernsehen interessanter gemacht. Die hatten einfach Konkurrenz bekommen, weil die Leute viele haben es nicht mehr geguckt. Und dann sind sie zum Streamer gegangen und dann hat Streaming eine Serie wie Dark, die weltweit gestrahlt wurde, oder wird, die wird ja immer noch gestrahlt, hat die internationale Karriere erst möglich gemacht, weil plötzlich bist du in 180 Ländern, läufst du da im Wohnzimmer und die kennen dich auch. Das macht natürlich mit einem, dass man plötzlich auch internationale Angebote kriegt und du bist mehr vernetzt. Also Streaming hat ganz viel aufgemacht. Ich mag halt Filme. Am liebsten gucke ich mir Filme an, weil Filme haben Ende. So, und ich mag halt nicht, wenn der Zuschauer wie so eine, wie so ein Junkie an der Nadel hängt und immer versprochen bekommt, irgendwann kommt das Ende und dann ist das Ende irgendwann unbefriedigend nach 6 Staffeln, 7 Staffeln. Deswegen finde ich 1 Staffel, 2 Staffeln, maximal 3 und dann ist auch gut. Und im Kino hast du halt 3,5 Stunden Zeit, manchmal 4 oder 1,5 oder 2, eine schöne Geschichte zu erzählen, die dann zum Ende kommt. Das ist eigentlich ist was anderes. Es ist immer, ich liebe Kino. Ich kann auch heulen, wenn ich im Kino sitze, weil es einfach zu schön ist. Jetzt musst du Texte lernen. In diesem Buch hast du aber ganz viel Text einfach auch geschrieben. Dieser Schreibprozess, war das nochmal so eine komplett neue Facette, die du auch irgendwie lernen musstest? Oder konntest du da aus irgendwas schöpfen, was bereits in deiner Karriere schon da war? Du hast gerade gesagt, du hast schon halt ein bisschen hier und da mal geschrieben, aber so ein Buch ist ja dann doch nochmal eine andere Kiste. Ja, aber ich hatte ja jemanden, der mir geholfen hat, aber ich habe dann sehr viel, also ich habe gemerkt, das ist schon ganz schön Arbeit schreiben. Ne? Das ist schon, vor allem dann zufrieden zu sein mit dem, was man da geschrieben hat. Und dann, aber am Endeffekt ist es eine Geschichte zu erzählen und die Geschichte ist im Kopf und dann muss sie aufs Papier und irgendwann, es ist auch keine Autobiografie, es sind autobiografische Erzählungen, die ich da
geschrieben habe. Aber der Prozess hat mir total Spaß gemacht. Ich habe aber auch durch die Entwicklung, ich bin ja viel mehr auch in Filmen, ich entwickle ja die Filme mit, ich entwickle die Figuren, ich entwickle die Stoffe auch. Und schreib auch zwangsläufig, schreibst du dann dramaturgisch Dinge um und gehst in die Drehbucharbeit mit rein und schreibst das so, dass es besser wird oder dass es sprechbarer ist. Insofern ist man mit dem Text, mit Schreiben eigentlich in dem Beruf immer wieder beschäftigt. Auch im Theater hat man irgendwann angefangen, Romane zu auf die Bühne zu setzen und dann musst du das umschreiben, dann erzählst du eine Geschichte, dann einen Roman kannst du ja nicht eins zu eins, wie er da steht, spielen und dann musst du es spielbar machen und schreiben und so kommt man immer mehr ins Schreiben rein eigentlich. Ich schreibe wahnsinnig, ich mach das gerne, ja, aber es ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Schreiber, ne? Also das ist, ich war lange ein Gastarbeiterkind und bin gar nicht, war der deutschen Sprache gar nicht so mächtig. Deswegen habe ich immer gedacht, das kann ich gar nicht. Jetzt habe ich gemerkt, ich kann es, es funktioniert. Also ein schönes Gefühl. Hattest du beim Schreiben ein, naja, quasi inneres Publikum? Also hast du das für dich geschrieben als Aufarbeitung? Hast du das irgendwie tatsächlich, ich kenne die Widmung, du hast drinstehen für Mama und Papa. War das für die Familie? Ist das für ein Publikum, für deine Fans? An wen hast du gedacht beim Schreiben? Schon ganz stark an die Familie, weil ich auch meine Eltern mal in den Fokus rücken wollte, ne, dass die auch vorkommen. Ich glaube, die sind auch stolz darauf, dass sie da so, das ist gewidmet meinem Vater und meiner Mutter und so. Und zeitgleich ist es, ich kann gar nicht anders, als an ein Publikum zu denken. Ich habe die ersten Lesungen gemacht mit dem Buch und das ist, wenn dann das Publikum sitzt, dann interessiert mich natürlich, wie funktioniert der Text jetzt als Text, wenn ich den auf der Bühne spreche oder performe dann. Und das hat total gut geklappt und die haben sehr gelacht und da habe ich mich gefreut, dass das die Leute erreicht, weil am Ende will ich ja, dass das gelesen wird. Ja, dass das die Leute erreicht und dass sich Leute da auch wiederfinden oder drüber lachen können. Über den Wahnsinn meiner Familie. Und das ist ab sofort möglich. Träumertänzer ist jetzt draußen. Oliver Masucci bei uns in der Filmfabrik und jetzt im Bücherregal und sowieso im Streaming, im Kino, überall. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Danke. Danke.